Hey Leute, ich möchte euch in diesem Video das Frühlingsfest, eins der vier Events im Spiel Cattails, vorstellen. Es befindet sich wie die anderen Events auch beim Tempel und es handelt sich bei diesem Frühlingsfest um, ja, ich sag mal, das Blumenspiel. Zu dem Spiel sei gesagt, es ist eigentlich total simpel. Ihr werdet von Coco Farben genannt bekommen, zu denen ihr innerhalb eines kurzen Zeitrahmens hingehen müsst. Das heißt, das ist ein bisschen unter Zeitdruck. Ihr habt vier verschiedene Farben, Rot, Blau, Gelb und Weiß. Und kleiner Tipp von mir, haltet euch relativ in der Mitte auf. Das verkürzt euch halt die Wege und ihr könnt die entsprechenden Felder schnell erreichen. Weil ich sag mal so, manchmal ist Coco echt ein bisschen gemein, was die Ansage von Farben angeht. Also es ist nicht einfach nur, stell dich auf Rot oder Blau und dann ist vorbei. Sondern manchmal ist es auch ein bisschen tricky, da muss man um die Ecke denken. Und gerade wenn es so um Zeitdruck geht, kann das durchaus schon mal passieren, dass man nicht die richtige Farbe trifft. Also haltet euch recht in der Mitte auf, so wie ihr es hier bei mir auch seht. Und dann sollte das auch klappen. Ich denke, das Spiel ist soweit selbsterklärend. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch antworten. Und von daher wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Gucken und ich melde mich später nochmal. So, habt ihr das Event geschafft? Habt ihr natürlich, wie nach jedem anderen Event auch, die Möglichkeit, hinterher nochmal in den Festival-Shop zu gehen und euch spezielle Dinge zu kaufen, die es nur hier zu dem Zeitpunkt dieses Events gibt. In dem Fall zum Beispiel hier so einen Katzenbaum oder diesen Powerpaw. Das ist auch ganz hilfreich, den zu haben, um einfach seine Energie weiter zu steigern. Und ja, manchmal findet man hier auch Questgegenstände, die man für den Schrein nachher später braucht. Oder kann man hier finden, wenn man sie selber in der freien Wildbahn, sage ich mal, nicht findet, kann man sich hier ein bisschen einfacher machen und die hier einfach kaufen. Aber ist eure Wahl. Ihr werdet irgendwann her so viele Tokens haben, ja, dass ihr sagt, komm, gebe ich aus. Von daher nutzt die Möglichkeit. Macht es euch nicht so schwer. Ja, so wie hier nutze ich einfach nochmal die Möglichkeit, schnell Marienkäfer mit abzugrasen, weil nicht immer findet man genau dann einen, wenn man den braucht. Also macht das auch. Das war es eigentlich soweit von mir und dem Frühlingsfest. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben, wenn wieder neue Videos kommen. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dann, eure Bora.